Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer ersten Lösung bzw. der Lösung der ersten Coding Challenge. Ich freue mich wahnsinnig, dass das Ganze so gut bei euch angekommen ist. Und ja, es gab am Anfang einige Schwierigkeiten, die habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Lag daran, dass einige Sachen vielleicht nicht ganz so deployed waren, wie ich das eigentlich hätte machen sollen. Das heißt, es war ein bisschen langsamer. Am Anfang zumindest, dann habe ich das aber relativ schnell gefixt. Das heißt, jetzt solltet ihr da in den kommenden Challenges keine Probleme mehr haben, von wegen hier 10 Minuten warten für einen Request oder sowas. Nein, sollte nicht mehr vorkommen. Das geht auf meine Kappe und auch, dass ich ein paar Sachen vergessen habe, die ich jetzt allerdings noch nachreichen möchte. Die gelten jetzt auch für die weiteren Challenges. Also hier soll definitiv nicht die Schwierigkeit sein, dass ihr das Ergebnis nicht abgeben könnt oder sowas, sondern ja, es soll eigentlich immer möglichst ähnlich sein. Das heißt, ihr sollt da nicht viel am Code an sich verändern müssen, sondern eigentlich hauptsächlich die Lösung selbst manipulieren. Und das war jetzt sozusagen das Einsteigervideo, damit man schön und leicht da ein Grundgerüst hat, das man dann eben modifizieren kann. So, ich möchte mit euch jetzt ganz kurz die Lösung durchgehen, damit wir alle auf demselben Stand sozusagen sind und damit wir auch alle danach damit wir alle danach eben bei den weiteren Challenges weitermachen können. Ich werde jetzt hier Python benutzen. Eine Anmerkung hierzu. Bitte, bitte, je nachdem, was ihr für eine Sprache genommen habt, wird das höchstwahrscheinlich was anderes sein wie Python. Wenn ihr es geschafft habt und das Ding auch wirklich erfolgreich ausgeführt habt, dann postet einfach den Code in die Kommentare. Dann können andere Leute auch überprüfen, warum hat es bei mir vielleicht nicht funktioniert, warum hat es bei mir funktioniert und so weiter und so fort. Das wäre so mein ganz großer persönlicher Wunsch. Also ich weiß von jemandem oder von vielen, die in Java gemacht haben. Ich habe von jemandem gelesen in Node.js, in Lua. Also ich habe relativ viele Dinge gelesen und sehr, sehr unterschiedliche Lösungen auch gesehen. Und das fand ich super cool. Und am besten einfach mal hier drunter posten, komplett euren Source Code einfach. Das ist ja eigentlich nicht so viel Code gewesen. Das heißt, damit dann auch je nachdem, was man benutzen möchte, damit man auch jeder sozusagen seine Lösung parat hat. Das wäre super lieb von euch. Ich werde jetzt hier in diesem Video Python benutzen, weil das einfach die, ja, wirklich wahrscheinlich die einfachste Variante überhaupt ist. Wobei, es ist wahrscheinlich eine der einfachsten Varianten, also es ist relativ wenig Code. Und zwar machen wir als erstes mal Import Requests, denn wir wollen ja einen Post Request schicken und einen Get Request, um unsere Challenge sozusagen zu bekommen. Das werdet ihr immer brauchen hier. Dann, ja, was brauchen wir ansonsten noch? Wir brauchen noch JSON, Import JSON. Und den Rest brauchen wir eigentlich jetzt noch nicht. Das werden wir vielleicht für die weiteren Challenges dann brauchen. So, und ich mache das jetzt schon mal voraussehend, dass wir hier mehrere Challenges haben. Das heißt, ich schreibe hier erstmal Challenge 1. Also Challenge ist gleich 1, damit ich das nachher schön easy starten kann. Ich weiß, muss man eigentlich nicht machen. Ich mache das nicht, damit ich euch jetzt hier nicht verwirre. So, die Challenge-URL definieren wir uns erstmal als http Doppelpunkt, Slash, Slash, das habe ich auf dem anderen Bildschirm auf, nicht wundern, 84, 200, 109, 239, Doppelpunkt, 5000, das ist der Port hinten dran, Slash, Challenges, und ich weiß, dass manche von euch auch Schwierigkeiten hatten, hier mit diesem Link. Warum? Ihr braucht diesen abschließenden Slash hier, sonst bekommt ihr einen Fehler zurück und das kann so dann nicht funktionieren. Das war häufig ein Problem, dass man hier einfach die falsche URL benutzt hat. Darauf bitte achten, die hören immer mit einem Slash jetzt in dem Fall von den Challenges auf. Dann haben wir hier die Solution URL ist gleich, und hier kann ich eigentlich alles kopieren, abgesehen von diesem wunderbaren Stück hier. So, das war schon mal falsch. Solutions. So, okay. Und was wir jetzt hier drin machen, ist einfach, ja, wir schreiben, ich mache jetzt ohne Funktion, ohne irgendwas, total simpel, einfach nur, damit wir sozusagen ein Grundgerüst haben. Wir holen uns erstmal unsere Challenge, das machen wir über requests.get. Und was wollen wir anfragen? Natürlich die Challenge-URL. Und dadurch bekommen wir sozusagen erstmal unsere Aufgabe. Jetzt müssen wir das Ganze allerdings als JSON wieder zurückschicken. Das heißt, wir müssen erstmal ein Dictionary definieren, denn JSON funktioniert komplett über Dictionaries. Das heißt, wir sagen hier Data ist gleich Token, Doppelpunkt. Also das ganze Ding musste Token heißen. Steht in der Beschreibung drin, habe ich im Video nicht erwähnt. Das heißt, wie immer ist es sehr, sehr wichtig für euch, die Beschreibung auch zu lesen. Erstens mal, weil da die Links drin stehen.
Und zweitens, weil ich da immer noch gut Sachen ergänzen kann, auch wenn das Video schon vorbei ist. Wenn das Video hochgeladen ist und ich merke, oh shit, da kommt eine Frage auf, hätte ich noch beantworten müssen, dann kann ich leider nichts am Video mehr ändern, sondern kann nur noch die Beschreibung ändern. Das heißt, immer schön in die Beschreibung gucken, wenn ihr irgendwie ein Problem habt oder sowas. Oder vielleicht habe ich auch einfach was komplett falsch gemacht. Das ist absolut möglich. Ich bin auch nur ein Mensch. So, wobei manche behaupten, ich sei eine KI, aber das sei mal dahingestellt. Okay. Und ja, jetzt haben wir hier Response.Text. Was ist das? Warum machen wir jetzt nicht einfach die komplette Response rein? Ganz einfach, hier in der Response ist auch noch ein Header drin und den wollen wir nicht haben. Wir können uns aber mal die komplette Response ausgeben, damit wir sehen, was jetzt hier eigentlich gerade passiert ist. Das können wir auch schon mal ausführen hier. Und dann sehen wir hier, okay, das funktioniert natürlich nicht. Wir haben Response, also das ist ein komplettes Objekt hier. Wenn wir könnten einfach mal hier als String verpacken. Ups. Quatsch, nicht als String verpacken. Ja, eine Response besteht eigentlich bei Requests immer aus Headern und Text. Und die Headers, die würden jetzt ja hier theoretisch auch noch drin stehen, was wir natürlich nicht wollen. Also sowas wie Content Type, Text HTML, Charset UTF-8, Content Length 19, Server Werkzeug 0.14.1, Python 3.4.3. Also das sind alles Sachen, die wir nicht haben wollen. Denn die interessieren uns für unsere Daten herzlich wenig. Die eigentlichen Daten bekommen wir über Text. Und das ist auch schon hier eigentlich alles. Hier bekommen wir immer diese URL. Und, was heißt URL? Hier bekommen wir immer diese Nonce, also Number Only Once, und können die dann hier eben einlesen, in unsere Daten eintragen und das Ganze als Token definieren. Achtet hierbei auch darauf, dass das hier ein Doppelpunkt sein muss. Wir haben hier ein assoziatives Dictionary sozusagen. Okay, dann posten wir das Ganze. Result ist gleich request.post. Einfach an die URL schicken, das heißt Solution URL. Und ja, was wir jetzt hier machen müssen, ist, wir können nicht einfach Data reinpacken, sondern wir müssen das Ganze als JSON schicken, als JSON-Format. Das heißt, wir müssen das Ganze über JSON.dumps und dann Data reinpacken, damit auch der Webserver wirklich JSON-Format bekommt und nicht tatsächlich einfach nur die Daten hier. Denn ja, der versucht JSON zu laden und wenn er kein JSON bekommt, dann weint er rum und gibt euch einen 500er zurück. So. Apropos 500er, beziehungsweise was für Antworten solltet ihr bekommen? Ihr solltet als Antwort bekommen, result.text hier wieder mal, und hier sollte eigentlich drinstehen, dass ihr einen Success hattet, wenn ihr Erfolg hattet, oder einen Error, falls ihr was falsch gemacht habt. Das sieht dann so aus, also Success bedeutet hier ist alles gut. Token A nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn wir das machen, kriegen wir hier einen Internal Server Error. Internal Error, okay. Ach so, ja klar, weil ich versuche hier Token auszulesen. Klar, also das ist sozusagen auch ein Error für euch gewesen, wenn wir jetzt hier die Solution eben diese 1 hinten nicht reinpacken, kriegen wir ein 405 Method Not Allowed. Und wenn wir, weil wir hier was posten wollen und das hier ist sozusagen, also wenn wir das hier weglassen, wird die Standard 404, also nicht gefunden Seite angezeigt und ja, dann versuchen wir was zu posten an die Standard 404 Seite, das funktioniert einfach nicht. Genau, deswegen hier immer schön den Slash hinten dran packen. Wenn wir das Ganze nicht als JSON schicken, bekommen wir auch, glaube ich, einen 500er. Genau, hier 500. Und wenn wir tatsächlich was Falsches einfach schicken, hier einfach standardmäßig 1, 2, 4, 3, okay, hinschicken, dann bekommen wir einfach einen Error zurück. Das ist der Error, der dann euch sagt, okay, das ist absolut falsch gelaufen. Und das waren so eigentlich die ziemlich häufigsten Fehlerquellen, glaube ich, die wir hatten. Also so könnt ihr das eigentlich relativ simpel lösen. Und ja, das ist jetzt auch die Variante, die ihr in den zukünftigen Videos höchstwahrscheinlich bekommen werdet. Achtet darauf, dass der Webserver euch dieses Mal kein JSON-Format gegeben hat. In der nächsten Challenge schon wird er euch auch JSON-Format liefern. Ich möchte euch ganz kurz nur zeigen, wie ihr das auch laden könnt. Das heißt, ihr könnt hier sagen JSON.loads. Also zum Beispiel resp ist gleich json.loads resp.text. Damit könnt ihr dann, falls in dem Text JSON drin ist, könnt ihr das auch hier als JSON weiterverarbeiten, könnt dann eben auf Dinge wie resp von Token oder sowas drauf zugreifen. Also solche Sachen könnt ihr dann eben damit machen. So, das ist jetzt nur für die nächste Challenge, brauchen wir für dieses Mal nicht. In dem Fall reicht es völlig aus, wenn wir hier einfach resp.text reinschreiben und dann seid ihr gut dabei.
Gut, was sollte ich noch erwähnen? Die Lösung solltet ihr immer als Token reinmachen, falls ich das vergesse zu erwähnen in den nächsten paar Videos. Das heißt immer ein Array, ein Dictionary mit Token und dann eure Antwort hinten dran als JSON an den Server schicken. Was sollte ich noch erwähnen? Genau, manche haben gefragt, warum ist jetzt meine Lösung teilweise nicht mehr gültig gewesen? Ganz einfach, ich habe, dazu bräuchte ich erstmal Time. Import Time. Dann sagen wir hier time.sleep. Machen wir mal 3 Sekunden, denn ich habe hier ein Timeout eingestellt, dass wenn die generierte Nonce, also die generierte Zahl älter als 3 Sekunden ist, dann wird eure Lösung nicht mehr akzeptiert. Warum mache ich sowas bitte? Warum bin ich denn so ein Arsch? Ganz einfach, weil man ansonsten hingehen könnte, man könnte die URL im Browser anwählen, dann könnte man einen Curl-Befehl schicken oder einfach nur sowas posten. Was natürlich nicht der Sinn der Sache ist, ihr sollt das Ganze über eine Programmiersprache lösen. Welche ist euch völlig freigestellt, aber das Ganze soll automatisiert ablaufen. Ist vor allem für die nächsten Challenges interessant. Da werdet ihr auch immer nur eine gewisse Zeit zur Verfügung haben, bis diese Daten einfach nicht mehr verfügbar sind und dann logischerweise auch nicht mehr für euch als Lösung oder von euch als Lösung eingereicht werden können. Das ist absolut Absicht gewesen. Um halt einfach sicherzustellen, dass ihr das Ganze auch wirklich über Programmierkenntnisse löst oder lösen müsst und nicht einfach so irgendwie das Ganze posten könnt über Telnet oder sowas, was theoretisch auch eine Programmierlösung wäre, aber zum Beispiel die algorithmischen Kenntnisse, die ihr vielleicht für nicht die nächste, aber vielleicht die Challenges danach braucht, sind dann schon teilweise ein bisschen anspruchsvoller und das kann man dann von mir aus von Hand recht gut sortieren. Aber da soll man natürlich dann einfach von Hand zu langsam dafür sein, damit man nicht einfach das Ganze lösen kann. Und ja, deswegen eben dieses Timeout. Gut, das war's von meiner Seite. Jetzt erstmal ein relativ langes Video für so eine einfache Lösung, ich weiß. Aber wir wollen natürlich auch jede Möglichkeit hier in Betracht ziehen und ich will euch einfach auch eine möglichst einfache Lösung geben, wie ihr dann eben die nächsten Challenges lösen könnt, damit es hier nicht mehr dran hängt, sondern auch wirklich dann an dem algorithmischen Programmierkenntnisteil danach. Okay, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Bald geht's weiter. Ich weiß noch nicht genau wann. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.